Und dort auch. Steige hoch, du großer Adler, hoch über Sumpf und Sand, hat mich als Märker immer schon als Kind begleitet. Ein Lied, was übrigens erst in den 20er Jahren gedichtet worden ist und komponiert worden ist. Von einem Mann, der ein ganz unbedeutendes Leben geführt hat. Ich habe ihn gekannt, deshalb darf ich das sagen. Der hatte nur einmal, hat ihn die Muse geküsst, in einer Nacht. Und da hat er in der jugendbewegten Wanderschaft der bündischen Jugend zwischen den beiden, in den frühen 20er Jahren, ich glaube schon 1920, hat er dieses Lied gedichtet. Der Rote Adler, den die Mark Brandenburg führt, ist nicht, wie manche Merker meinen, von den Hohenzollern gekommen, sondern er kommt von den Alatinern, vom Haus Askanien. Denn die Alatiner, genau genommen Herzog Markgraf Albrecht der Bär, ist ja der Erste, der den brandenburgischen Staat gegründet hat. Und er hat den Roten Adler mitgebracht aus seiner Heimat. Er war ja eigentlich ein Graf von Ballenstedt am Harz. Ballenstedt, was ja heute auch noch zu Anhalt gehört. Und die Burg Anhalt liegt nördlich von Ballenstedt. Da ist heute kaum noch was da. Über dem Selketal war eine sehr große mittelalterliche Burg. Und man nennt das Haus ja auch Askanien. Und Askanien ist die lateinische Form von Aschersleben. Die Stadt Aschersleben hat früher mal zu Anhalt gehört. Und das hat man dann, gerne hat man ja diese Städte dann latinisiert, nicht? Hat ihnen einen lateinischen Namen unterlegt. Und da hat man also aus Aschersleben Askania gemacht und insofern aus Askanien. In Berlin gibt es ja einen askanischen Platz, Anhalter Bahnhof. Da wird jetzt dieses, sichtbare Zeichen an die Vertreibung ist ja am gegenüber vom Anhalter Bahnhof geplant in dem Haus, was mal Haus der ostdeutschen Heimat hieß und dann Deutschlandhaus. Ja, die Askanier sind also ein ganz altes Geschlecht. Albrecht der Bär ist also im 12. Jahrhundert, 1100, ich habe mir das hier, ich weiß es zwar im Kopf, aber ich sage es lieber nochmal, 1134 bis 1170, das ist so die Zeit von Kaiser Friedrich Barbarossa. Dankeschön. Und Albrecht der Bär, lass das hier mal gerade rund gehen ohne Kommentar. Albrecht der Bär war ein bedeutender Dynast und ist eigentlich der erste bedeutende Anhaltiner, den ich bei der jetzigen kurzen Darstellung. Wie viel Zeit habe ich übrigens, Herr Huppert? Jetzt läuft er weg. Solange Sie möchten. Nein, nein, nein. Das machen wir nicht. Das ist notwendig. Das machen wir nicht. Ja, schon besser. Ja, Albrecht der Bär ist also der erste Bedeutende. Er hat also hier als Markgraf der Nordmark eine wichtige Rolle gespielt und er hat es geschafft, das slawische Herrscherhaus in Brandenburg zu beerben. Pribislav, der Hebella-Fürst in Brandenburg an der Havel, war kinderlos und hat Albrecht den Bären zu seinem Erbe eingesetzt. Er hat dann auch mit dem Herzog, mit dem Grafen oder mit dem slawischen Häuptling, muss man sagen, Jazzo von Köpenick, auch um Brandenburg gekämpft. Er hat jedenfalls die Mark Brandenburg und damit den brandenburgisch-preußischen Staat begründet. Der Name Berlin geht nicht auf ihn zurück, aber der Bär spielt ja eine Rolle im Hause Anhalt und er spielt auch eine Rolle in Berlin. Sein Hausbesitz, sein sogenannter Allot, was ihm also nicht verliehen worden ist vom Kaiser, sondern was er unmittelbar als eigenes Gut besaß, das ist genau das, was wir heute Anhalt nennen, mit Ausnahme von Zerbst, das ist etwas später, erst im 14. Jahrhundert dazugekommen, also Dessau, Bernburg, Köthen und Ballenstedt, um das mal mit diesen Ortsnamen zu sagen. Und man kann sagen, das Land Anhalt erstreckt sich vom Harz. Ballenstedt ist ja am Harz, Harzgerode und Alexisbad und Mägdesprung liegen noch tiefer im Harz drin, bis zum Fläming. Das ist also dann die Gegend, die jenseits der Elbe liegt, in der Richtung jenseits der Elbe und so bis vor die Tore von Potsdam und wenn man will auch von Berlin geht. Der Enkel, nein, der jüngste Sohn Albrechts des Bären, der hat dann noch im Jahre 1180
Ich trinke keinen Kaffee, ich habe hier genug getränkt. Bin auch munter genug, sonst springe ich dann auch gleich auf den Tisch. Nein, also, geht es mit dem nächsten 75 nicht mehr. Ja, also, eine Sohn Bernhard, er hat sich an der Teilung des großen Herzogtums Heinrichs des Löwen beteiligen können. Heinrich der Löwe war ja Herzog von Bayern und von Sachsen vor allem, hat also Lübeck und München gegründet, um also seine Dimension zu erzählen, um es zu umreißen, hat dann einen großen Streit mit Friedrich Barbarossa angefangen, beendete damit, dass er den Kürzeren zog und sein Herzogtum aufgeteilt wurde. Und den Titel Herzog von Sachsen hat der Sohn Albrechts des Bären, also ein Anhaltiner, bekommen und wurde also, deshalb nennen Sie sich ja auch Herzog von Anhalt, Herzog von Sachsen-Westfalen. Also Herzog zu Sachsen-Westfalen und England, das ist natürlich ganz wichtig. Ich habe es mir auch den Titel irgendwo genauer aufgeschrieben. Und Bernhard bekommt also das Herzogtum Sachsen und gehört damit zu den 7 Kurfürsten, die 1356 in der Goldenen Bulle festgelegt werden, zu den 7 Kurfürsten. Und diese Herzogswürde wandert merkwürdigerweise nach Wittenberg, also Wittenberg an der Elbe, Lutherstadt heißt es heute, Lutherstadt Wittenberg. Und dort in Wittenberg ist also der Kurkreis, wie das im späteren Sachsen hieß, späteren Kurfürstentum und Sachsen hieß, der Kurkreis war also der Mittelpunkt der sächsischen Herzogswürde und der Kurfürstenwürde, aber 1422 ist diese Linie im Mannesstamm erloschen und dann ist es an die Wettiner gekommen. Also die Wettiner haben ihren Sachsentitel eigentlich von Anhalt übernommen. Deshalb in der herumlaufenden Anzeige sozusagen für den letztregierenden Herzog Joachim Ernst steht, hat seine Hoheit Herzog Eberhard auch geschrieben, wir haben dem Lande Sachsen-Anhalt den Namen gegeben. Und das ist also richtig, durch Sachsen und Anhalt geht beides auf die Askanier zurück, keineswegs auf die Wittelsbacher. Und Herzog Eberhard hat mir das auch erklärt, hier das Wappen, nicht? Da ist ja der rote Adler, und da können Sie es am besten vielleicht sehen, an dieser Flagge der Stadt Dessau. Und daneben ist diese sächsische Rautenkrone. Die sächsische Rautenkrone hängt also auch mit dem Haus Anhalt zusammen. Die haben also die Wettiner, die ja eigentlich den Löwen von Meißen im Wappen führten, haben die Wettiner also auch übernommen von den Anhaltinern. Ja, ja. Und die nächste große Figur, auf die ich eingehen möchte, das ist dann schon derjenige, den Sie hier abgebildet sehen. Nicht? Das haben Sie ja alle in ihrer Speisekarte, das ist also der sogenannte alte Sitz Dessauer, Fürst Leopold von Anhalt-Dessau. Das Haus Anhalt hat sich in Linien geteilt. Nicht ganz so doll wie die Wettiner, die waren da also Weltmeister sozusagen in den Teilungen. Das ist also noch viel komplizierter, als man es so auf der Karte Deutschlands vor 1914 sieht. Da gab es ja 4 ernestinische Linien, tatsächlich gab es vorher noch viel mehr. Bei den Anhaltinern war es so, dass Bernburg, Dessau, Zerbst und Ballenstedt eigentlich die großen, und Köthen nicht zu vergessen. Köthen ist übrigens besonders sehenswert, wenn Sie mal eine schöne mitteldeutsche Residenzstadt sehen wollen, dann fahren Sie nach Köthen, aber Bernburg ist vielleicht noch schöner als Köthen. Ja, Bernburg haben Sie ja vorhin auch in Ihrer Ansprache erwähnt. Möchte ich unbedingt unterstreichen. Man wird die Bedeutung Herzog Leopolds auch insofern gut verstehen, wenn man daran denkt, wer seine Mutter war und dass dieses Haus nicht nur lutherisch war. Die Anhaltiner gehören übrigens zu den ersten Unterstützern Luthers. Fürst Wolfgang von Anhalt, nicht? Was für den Namen Wolfgang sagen. Fürst Wolfgang von Anhalt war ein ganz früher, ganz mutiger Fürst, denn die riskierten ja Kopf und Kragen, der für Martin Luther eintrat. Aber Ende des 16. Jahrhunderts haben sie sich dann dem reformierten Bekenntnis
zugewandt und dieses reformierte Bekenntnis hat nun einen ganz neuen Heiratskreis nach sich gezogen. Und dieser Heiratskreis war hier das Haus Nassau-Oranien, das heutige niederländische Königshaus. Auch damals schon außerordentlich reich. Wer in der Geschichte der Mark Brandenburg Bescheid weiß, weiß, dass es also nicht nur einen großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm gab, sondern wie ich immer sage, auch eine große Kurfürstin. Und die große Kurfürstin war Luise Henriette, von den Niederländern Luise Henriette genannt. Und Luise Henriette, nach der die Stadt Oranienburg heißt, nördlich von Berlin, ist also eine ganz großartige Frau und ihre Schwester ist genauso großartig. Ihre Schwester, die heißt auch Henriette, Katharina, die heiratet nämlich Johann Franz II., den Vater von Fürst Leopold von Anhalt-Dessau. Diese Eheschließung bringt also Anhalt die gleichen Vorteile, die es der Mark Brandenburg bringt. Oranienbaum, Schloss und Stadt, ganz in der Nähe von Wörlitz, erinnern bis heute an diese oranische Erbschaft. Ist auch nie umbenannt worden von Ulrich und Genossen. Ist auch sehenswert. Da finden Sie auf einmal eine chinesische Pagode. Also müssen Sie selber mal sehen bei Gelegenheiten. Waren Sie denn mal da von Leipzig aus in Oranienbaum? Nein. Noch nicht, da wird es aber Zeit. Ja. Ja, also Oranienbaum. Und dann hat sie gesorgt für den Aufbau der Landwirtschaft, für den Aufbau des Gewerbes. Sie hat also Gelehrte hierher gezogen und hat also hier eine Art Musenhof geschaffen, das kann man sagen. Und der Sohn dieser Ehe war Fürst Leopold von Anhalt-Dessau. Der war ja nun mit König Friedrich Wilhelm I. befreundet. Er war, das Denkmal ist ja hier wieder errichtet worden, ich glaube 1986 oder 87, als ich das erste Mal hier in Dessau intensiv war. Nicht nur vom, bitte? 88. Da war ich 88 hier, vielen Dank. Als ich nämlich da war, war es gerade wieder aufgestellt worden. Und ich war also entzückt und wusste es nicht. 88, schönen Dank. In Berlin am Wilhelmsplatz. Ja, auch in Berlin am Wilhelmsplatz wird es ja jetzt erneuert, glücklicherweise. Die berühmten Denkmäler, die Friedrich der Große für seine Feldherren errichtet hat. Denn ich war schon in neuem Glanz, ich war letzte Woche. Ja, sehr schön. Friedrich der Große hat ja dann die Dienste des alten Dessauers auch in Anspruch genommen und dann die berühmte Schlacht von Kesselsdorf vor den Toren von Dresden mit ihm gewonnen. Dieser Fürst Leopold, der alte Dessauer, war übrigens, das darf man nicht vergessen, muss man immer unterstreichen, ein souveräner Fürst und war mit Friedrich Wilhelm I. befreundet. Wenn da also steht, königlich preußischer Generalfeldmarschall, dann ist er zwar hier mit dem schwarzen Adlerorden abgebildet, nicht? Und mit dem orangeroten Band des schwarzen Adlerordens, was auf die Luise Henriette, seine Tante, zurückgeht. Und er war ein Vetter Friedrich Wilhelms I., ein Vetter ersten Grades, aber er war irgendwo gleichberechtigt. Nicht? Er war nicht untergeordnet. Und er ist ja derjenige, der die berühmte innere Ordnung der preußischen Armee geschaffen hat. Das, was also alle Welt bewundert bis zum heutigen Tage, diese preußische Disziplin und die geordnete die Ordnung in der Schlacht, das geht alles auf den alten Dessauer, auf Fürst Leopold zurück. Friedrich Wilhelm I. war nun jemand, der sich als junger Mensch schon vor seiner Thronbesteigung als Kronprinz des Elends und der Not in Ostpreußen angenommen hat. Bitte essen Sie doch ruhig. Lassen Sie sich durch mich nicht stören. Mir macht das nichts. Friedrich Wilhelm I. Hat sich den Aufbau von Ostpreußen nach einer schweren Pest, einer Typhusepidemie vorgenommen und hat hier unendlich viele Menschen angesiedelt, auch die Vorfahren meiner Frau, die aus der Schweiz kamen, die berühmten Salzburger. Und dann hat er seine Vertraute, nicht nur den Fürsten Leopold, sondern auch den Grafen Waldburg und andere veranlasst, dort Sitzungen aufzubauen. Und die schönste und größte und beste kriegte natürlich Fürst Leopold die Herrschaft Neukitten. Ich kenne das gut, Neukitten, das ist in der Mitte des nördlichen Ostpreußen, zwischen Königsberg und Gumpinnen in der Nähe von Insterburg. Und dieses Neukitten sieht heute ganz traurig aus. Da hat er ein Schloss gehabt, das bis 1945 im Besitz des Hauses Anhalt war, mit einer wunderbaren Kirche. Und die Erträge von Neukitten waren so groß,
dass man damit hier viel anfangen konnte. Denn Anhalt-Dessau hatte nur 35.000 Einwohner, also heute eine kleine Mittelstadt. 35.000 Einwohner hatte das Fürstentum, weil ja noch nicht Köthen und Bernburg dazugehörten und Zerbst, weil die noch selbstständig waren. Und mit den Mitteln aus Neukitten ist Wörlitz bezahlt worden. Jedenfalls ist das, was ich gehört habe, dass also die reichen Erträge dieses wunderbaren Bodens rings um Neukitten dazu beigetragen haben, hier diese aufwendigen Schichten da in Wörlitz, Sie werden das morgen sehen, zu finanzieren. Übrigens auch noch ein Putin an den Karpaten. Ah ja. In Ungarn. Ach ja. Sascha Ferdneck hat auch sehr viel. Ah ja, das, was wir heute noch keine. Um Landsberg Westpreußen waren auch große Besitzer. Ah, ja. Deswegen eben auch die Steuern bei 7,5% waren hier. Ah ja. Das wurde also nicht nur die Herrschaft von Kitten, sondern eben auch in der Slowakei und in Westpreußen. Ja, vielen Dank. Nee, das habe ich nicht gewusst. Oder vielleicht auch Landsberg in Ostpreußen. Das gibt es auch. Das gucken wir, kann man nochmal nachgucken. Oder Landsberg an der Warte. Ja, das ist ja nicht weit von meiner Heimat Frankfurt. Oder das kenne ich natürlich gut. Ja, ja, also. Und dieser alte Dessauer hatte einen Enkel, nicht? Das war der, das war derjenige, von dem heute sehr viel die Rede ist, dem wir Wörlitz verdanken. Der heißt Leopold Friedrich Franz und fing als Siebenjähriger an zu regieren, 1747, und hat bis 1817, also 60 Jahre, regiert und war auch der erste Herzog von Anhalt-Dessau. 1806 ist ja Anhalt dann in den Rheinbund eingetreten und Napoleon hat die dann so automatisch... Er war ein ganz großer Freund von Napoleon, muss man sagen. Ah ja. Er ist Napoleon, wenn ich die kleine Geschichte... Ja, bitte, bitte. Er ist Napoleon, als Napoleon an der Grenze Anhalt stand, also an der Dessau in dem Fall, ist er mit seinem gesamten Silberhelm entgegengezogen und hat das Land freigekauft. Und das hat den Napoleon so imponiert, dass er ihm dann später in Paris einen riesen Staatsempfang gemacht hat. Ah ja. Hat und so. Also nur dann... Also dann hat man halt weniger gelitten. Ja, also für die Bürger hat er regelrecht freigekauft. Ach ja. Ja, also Leopold Friedrich Franz ist derjenige, der heute unendlich populär ist und von dem wir morgen auch noch viel reden werden reden hören. Neben unserem Hotel in der Richtung nach Norden ist also das Philanthropilum gewesen. Da hat er also eine menschenfreundliche Pädagogik eingeführt, eine Reformpädagogik. Können Sie sehen, sind Sie ja auch schon. Das ist der Kapitel. Ah, das ist er. Das ist die Rückseite. Das ist das Berlin-Brief. Das ist hier zu sehen. Ach, das ist die Rückseite. Vielen Dank. Ja, habe ich jetzt gar nicht geschaltet. Das ist die Rückseite. Ja, Dr. Und er hat hier auch Turn- und Sportfeste veranstaltet. Ich werde das auch noch erzählen. Ich gehe da weiter gar nicht auf ihn ein. Man hat also in der Wissenschaft versucht, ihn sozusagen zum Gegenbild zu Friedrich dem Großen aufzubauen, indem man sagt, er ist ein Friedensfürst und er will hier also die Aufklärung noch in die Breite unter das ganze Volk bringen. Naja, da kann man sich ja wissenschaftlich drüber streiten, da bin ich natürlich etwas skeptischer dagegen. Ja, ich mache dann schnell einen Sprung, damit wir nicht zu viel reden und sage, dass im Jahre 1863, glaube ich, nicht, starben die Dernburger aus. Oder wann war das? Erloschen im Mannesstab, denn eine Herzogin hat ja doch lange noch im Schloss gelebt, wie man da... Und die Köthen sind vorher ausgekommen. Die Köthen hat 1847. Und, ach, ich sollte noch wenigstens was kurz sagen zu Zerbst. Die Linie Anhalt-Zerbst ist zwar schon früher erloschen, 1793. Ist gut, dass wir lauter so gelehrte Leute hier haben. 1793 und eine berühmte Anhalt-Zerbsterin kennen Sie alle, Sophie Auguste, Prinzessin von Anhalt-Zerbst. Und in Russland hieß sie dann Katharina und war Kaiserin Katharina die Zweite, die Große in St. Petersburg. Sie hat, ich wurde dann von seiner von Herrn Dr. Herzog belehrt. Sie ist doch mal in Anhalt gewesen. Ich habe immer gedacht, sie ist nie in Anhalt gewesen. Sie hat Stettin eigentlich als ihre Heimat betrachtet, hat in Stettin auch den Armen geholfen, denn ihr Vater war preußischer Gouverneur in Stettin. Sie ist also in Stettin geboren und hat dann den Peter von Holstein
Gotthoff, der Kurz Gotthoff, der Kurz als Peter der Dritte Zar war, nach dem Tod der Kaiserin Elisabeth geheiratet. Sie hat sehr jung nach Russland geheiratet, hat sich mit Russland identifiziert, aber sie hat durchaus ihre Wurzeln gekannt und gewusst. Ihre Wurzeln gekannt und gewusst in Stettin und in Zerbst. Und man soll ja auch immer kurioser erzählen, sie alle kennen Jeferbier. Ja. Wer war denn von Ihnen schon mal in Jever? Herr Tams, hoffentlich. Ja, und Sie auch. Herr Riedel. Herr Aßmann auch. Ja. Und wenn man in Jever ins Schloss geht. Ja. Lassen wir mal den Bismarck jetzt weg. Wenn man in Jever ins Schloss geht, dann erfährt man, dass also die Erbtochter von Jever, eine Oldenburgerin, nach Anhalt-Zerbst geheiratet hat und auf einmal im Jahre 1793 Katharina die Zweite Herrin von Jever wurde. Auf einmal saßen die Russen an der Nordsee. Ja, das ist ganz im Ernst. Und erst in Frankreich, ja. Und wenn Sie da in das Schloss in Jever reinkommen, lauter Bilder von Katharina der Zweiten und ihrem Sohn, dem Kaiser Paul dem Ersten von Russland. Napoleon hat das dann beseitigt, aber eine Zeit lang waren also die russischen Kaiser, deutsche Reichsfürsten, saßen an der Nordsee und hatten also hier die Herrschaft Jever inne. Also das ist wirklich ein Kuriosum. Als ich damals in Jever war, da war gerade dieser merkwürdige Valentin Falin, Botschafter der Sowjetunion, in Bonn. Sie erinnern sich auch. Und dann haben die mir in Jever die Damen da gesagt, ja, der war kürzlich hier und hat sich alles angeguckt. Das war ein so intelligenter Mensch, der hat das gewusst. Stellen Sie sich mal vor, ein richtiger Bolschewik, ein Kommunist, der heute noch jammert, dass die Sowjetunion untergegangen ist. Sind die Sowjets nie gekommen? Nee. Ja, also das so am Rande. Aber am Rande darf ich auch noch was zu sagen. Immer. Dieses, das Zerbster Bitterbier war damals weltberühmt. Ja. Und die Brauer kamen aus Zerbst, die das Jeverbier gemacht haben. Ah, ja, also sollte im Herzen. Deshalb ist das Jeverbier immer ein norddeutsches Beste. Ja, sehr gut. Ja. Und das Zerbst der Bitterbier, das habe ich im Handbuch der historischen Städten gelesen, ja, und dann von Zippel war. Das stand da auch. Ja, und in Zerbst gibt es drei Flüsse oder drei Bäche, die durch den Ort fließen und die heißen alle Nute. Stellen Sie sich mal sowas vor. Alle Nute. Nute. Bei Potsdam gibt es auch eine Nute, aber das ist eine andere Nute. Die heißen alle drei Nute. Ganz verrückt, wie die das unterscheiden. Nördliche, mittlere und südliche vielleicht. Aber ich habe es nochmal nachgeguckt auf der Karte. Es stimmt wirklich, ja. Aber ich verliere mich. Anhalter Bahnhof, habe ich vorhin schon mal erwähnt, in Berlin. Ja. Ganz wichtig, 1841, eine der ersten deutschen Bahnlinien von Berlin nach Dessau, und hier in Dessau war auch mal so ein alter Bahnhof. Vor dem Bahnhof gibt es so ein paar Bilder. Herr Aßmann hat sicher schon gesehen, wie früher die Bahnhöfe hier ausgesehen haben. Heute ist es mehr oder minder ein Skandal. Das Vereinigte Herzogtum Anhalt hatte 1910 351.000 Einwohner. Es war also kein großes Herzogtum, aber es war ein sehr verwöhntes, wie wir schon gehört haben. Ein sehr vermögendes Herzogtum. Es umfasste 2293, nach anderen Erzählungen 3200 Quadratkilometer, ist auch nicht so wichtig. Ich wollte gerne auf den Herzog Friedrich II. Eingehen, der von 1904 bis 1918 regiert hat. Wir hatten früher, so die Allerältesten erinnern sich noch daran, hier einen Vorstandsmitglied, der hieß Helmut Reichold, ein Franke aus Nürnberg, und der hat ein Buch geschrieben über die kleinen Staaten im Kaiserreich von 1871 bis 1918, die eine Stimme im Bundesrat hatten, das gehört dann halt auch. Und da habe ich mein Wissen her über den Theaterherzog Friedrich II. Es gibt also nicht nur in Sachsen-Meiningen den Herzog Georg II., sondern hier den Herzog Friedrich II., ein großer Wagner-Verehrer, der hier also meisterhafte und vorbildliche Wagner-Aufführungen inszeniert hat. Und Reichold schreibt, ich habe mir diesen Satz abgeschrieben, hoffentlich finde ich ihn. Warte mal, wo habe ich denn das hingeschrieben? Also er ging täglich ins Theater und hat also Regieanweisungen gegeben und hat auch an Proben teilgenommen.
Und er ist aber immer mit der Kutsche ins Theater gefahren, obwohl es gar nicht so weit war. Hätte ja auch zu Fuß gehen können. Und hat also nicht sehr sich mit dem Volk gemein gemacht. Er ging am liebsten nachts im Schlossgarten spazieren, hat Reichhold also ausgekriegt. Das ist auch, was man heute Shoppingland vom Schloss aus, mit dem Feldstecher hat er immer geschaut, was es für Auslagen gab. Ach ja. Was gut war, hat er dann den Kutsche vorfahren lassen, das ist die, 500 Meter gefahren. Und hat dann Ja. Wenn eine auffällige Person zu sehen war, hat er dann seinen Leibwächtern Bescheid gesagt, er sollte Erkundungen einziehen. Ja, das ist. Ob das vielleicht ein Besucher ist. Ja, also da hat der Helmut Reichhold ganz wunderbare Geschichten auch aus anderen kleinen Residenzen gebracht. Aber sowas hat es überall wahrscheinlich gegeben. Sowas hat es überall gegeben. In einem Punkt muss ich sagen, ich habe mit Herrn Reichhold auch selber darüber gesprochen. Ein Punkt war also der anhaltinische Hof wirklich einmalig. Er hat mir nämlich das Staatshandbuch, was er besaß, Hof und Staatshandbuch von 1912 gezeigt. Nämlich da zeigt sich der Reichtum des anhaltinischen Hauses. Er sagt, ähnlich reich waren nur die Bürgerbürger, also die Fürsten von Schamburg-Hinne, die ja auch in anderen Bereichen, ich glaube auch in Ungarn, Besitzungen hatten. Ich habe es mir hier also auch aufgeschrieben. Ja, der Marstall war besonders reich. Es gab 37 Hofkutscher, Leibkutscher, Reitknechte und Chauffeure. Und es muss also eine Fülle von Kraftwagen gegeben haben. Der Reichhold sagte zu mir, also kein deutscher Hof hat offenbar so viele Autos gehabt wie der Dessauer Hof. Ich weiß nicht, wie viele Autos Sie und Ihre Kinder haben. Also in Berlin haben wir eins. Ja. Also jedenfalls muss das hier besonders üppig gewesen sein. Ja, der letzte, im Jahre 1918 gibt es hier in Anhalt, Dessau, also Dessau war dann die einzige regierende Linie, das, was in Berlin und im Reich 1888 war. Kein Dreikaiser, aber doch ein Dreifürstenjahr. Weil der Fürst Friedrich II. Starb, sein jüngerer Bruder, Prinz Eduard, folgte, der als Herzog Eduard, der starb also auch. Und dann kam der Vater seiner Hoheit, Herzog Joachim Ernst, Jahrgang 1901, aber eben noch nicht volljährig, für einige Monate vom September 1918 an auf den Thron als Herzog Joachim Ernst. Ich glaube, diese Folie läuft ja rum. Ach ja, sie ist jetzt gerade bei Herrn Rabe, wo das Schicksal von Herzog Joachim Ernst geschildert wird. Und da will ich zum Schluss noch kurz drauf eingehen. Herzog Joachim Ernst hat nämlich ein ganz besonderes Schicksal erlebt. Er war sozusagen der letzte regierende Fürst von Anhalt, der aber, wie gesagt, unter Vormundschaft noch einige Wochen, Monate gestanden hätte, als die Revolution von außen hier hereingetragen wurde und der Regent Prinz Aribert, wie ich heute Abend gehört habe, dann also die Abdankung unterschrieb. Herzog Joachim Ernst, Jahrgang 1901, hat dann also eine große Stiftung errichtet. Zunächst mal das Theater, nicht? Das liegt hier ja auch. Da hat er eine Theaterstiftung gemacht und dann hat er eine Joachim-Ernst-Stiftung errichtet. Was heute also Stiftung... Kulturstiftung Dessau-Wörlitz heißt, ist eigentlich Joachim-Ernst-Stiftung, in dem er sein Gartenreich, wie man das nannte, sein Gartenreich Wörlitz... Land und Haus zusammengegeben hat und immer wieder was dazugegeben, eine Masse Bilder und so. Also das war eine Reihe, aber in diesem Vertrag stand eine Klausel drin, bei Auflösung fällt das Eigentum der Stiftung an das Haus Anhalt zurück. Ja. Und das haben sie nicht gerne gehabt, aber... Ja, das ist ja jetzt die Grundlage dafür, dass sie die Bilder zurück... Nein, es waren 5.500 Gemälde 1927 und davon sind der Familie Anhalt 2.500 geblieben, die meisten sind in Russland. Und die anderen verteilten sie sich dann auch, verteilten sich eben über Stiftung, die evangelische Kirche und, wenn man noch...
zur Joachim-Ernst-Stiftung, zur historischen Joachim-Ernst-Stiftung gehörte früher die Anhaltische Gemäldegalerie. Ja. Es gehörte auch mit, das heißt, es wurde angegliedert, war in sich aber selbstständig, die Amalien-Stiftung, Henriette Amalie. Mhm. Das heißt also, die eine Tochter vom alten Dessauer, die verstoßen wurde, die übrigens da drüben ihr Domizil dann. Ach ja. Die es heute noch gibt, die Bilder sind heute Teil oder Bestandteil der Anhaltischen Gemäldegalerie. Muss aber dazu sagen, es wäre korrekterweise, müsste das eigentlich dann wieder, ich sag mal, der Stiftung gehören. Aber ich nehme an, da gibt es sicherlich noch Verhandlungen. Und das andere, was Sie sagten, das ist heute dann die Kulturstiftung des Oberlitz. Ja. Aber an sich also das gesamte Gartenreich gehört jetzt. Ja, das ganze Gartenreich eigentlich. Die Theaterstiftung ist leider nicht mehr. Ja, ja. Und jetzt haben Sie ja das alle gelesen oder werden es gleich lesen. Wir haben es auch mal in Erbe und Auftrag veröffentlicht, diese Anzeige der Familie, dass Herzog Joachim Ernst von den Nationalsozialisten verfolgt wurde, weil er sich mit Goebbels, der ja ein überzeugter Republikaner war, mit Goebbels überworfen hatte und Goebbels dann also Rache an ihm begehen wollte. Und musste dann Zwangsarbeit leisten in Rüstungsbetrieben, aber es war nicht hier in Dessau. Also auch hier doch, wir haben die IG Farben mehr. Also, ah ja, IG Farben. Auch hier, also so Ableger von ihm. Ja, ja. Aber auch ja, nicht durchgehend. Er wurde halt immer wieder ja denunziert und dann verschwand er mal wieder. Ja. Oder hat er auch in Ostpreußen war oder Westpreußen oder immer. Ach ja. Also immer erzeugte mich ja zwischendurch auch. Ja, ja, eben. Wir sind ja 1941 geboren. Genau, ja. Und Dr. Herford erzählte mir vorhin auch wegen zu guter Behandlung von russischen Kriegsgefangenen ja, 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 und Zwangsarbeitern auf seinen Besitzungen, Forst und Landwirtschaft. Ja, und dann ist Joachim Ernst im Konzentrationslager Dachau gewesen. Stellen Sie sich das mal vor, das ist das einzige Chef eines vormals regierenden Hauses, überhaupt, glaube ich, der einzige Angehörige eines regierenden Hauses, der in einem Konzentrationslager war. Also die Prinzessin Mafalda von Savoy ist ja in Buchenwald erschlagen worden. Landgräfin von Hessen, die könnte man auch in dem, müsste man auch in dem Zusammenhang erwähnen. Und sein Schicksal führt ihn dann nach 1945 in das sowjetische Konzentrations- und Sonderlager nach Buchenwald. Als ich das erste Mal in Buchenwald war, bin ich zuerst auf den Friedhof gegangen, weil ich an ihren Herrn Vater, den jetzt regierenden Herzog, gedacht habe. Und ich habe gedacht, die nationalsozialistischen Verbrechen sind unleugbar. Und ich habe über Paul Schneider, den Märtyrer von Buchenwald, den Märtyrerpfarrer von Buchenwald 1939 im Sommer da ermordet, selber auch wissenschaftlich gearbeitet. Aber an dieses sowjetische Lager muss unbedingt auch erinnert werden und an die Toten, die da in einem Wäldchen anonym verscharrt worden sind. Also ein wirklich tragisches Schicksal und ein einmaliges Schicksal, das viel zu wenig bisher gewürdigt worden ist. Und wir hoffen, dass es mit dem Hause Anhalt weitergeht und wir hoffen, dass nicht nur die Erinnerung an das Haus Anhalt bleibt, sondern auch das Engagement des Hauses Anhalt in Sachsen. Anhalt und Franz. Vielen Dank, dass Sie da sind. War nicht zu lang. War kurzweilig.